Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Minecraft Hardcore Modus. Falls ihr es mitbekommen habt oder höchstwahrscheinlich nicht, ich tue das hier gerade nachkommentieren. Das heißt für mich, ich kann es entspannter spielen, vor allem weil ich nicht so der Typ bin, der spielt und redet gleichzeitig, ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Deswegen tue ich das ja auch gerade nachkommentieren. Seht ihr auch im Video, was ich gerade gemacht habe. Ich habe eine Eisenaxt gecraftet, weil ich jetzt dann gleich auf die Holzsuche gehe. Jetzt bin ich hier gerade im Menü, weil ich noch was an den Soundeinstellungen korrigieren musste. Was auch nicht so einfach war. Weil ich da zurzeit ein bisschen Probleme habe, weil ich da irgendwann irgendwas rumgedreht, rumgeschraubt habe. Ist ja für das Video auch egal. Ja, da haben wir ein Ei gefunden und werfen damit dann irgendjemanden ab. Das Hühnchen leider fehlt. Ist ja auch egal. Ja. Hier vorne immer noch unser Cobblestone-Turm, wo wir in den letzten Folgen auch in der Mine waren. Könnt ihr vielleicht mal reinschauen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Hier habe ich dann bemerkt, dass ich noch gar keine Bäume nachgewachsen sind. Vielleicht weil ich da zu weit weg bin, weil mein Haus zu weit weg ist von dem Wald, deswegen das nicht automatisch nachwächst. Wir tun ja aber trotzdem ein paar Bäume fällen und dann, ja, um dann unser Haus eben weiter zu bauen, die Decke vom Erdgeschoss und das Dach da noch fertig. Weil ich in dieser Folge auch noch vorhabe, meinen Garten fertig zu machen oder meinen anfangenden Garten fertig zu machen. Den werde ich in dieser kleinen Aufnahmesession, ich weiß nicht wie lange es war, nicht fertig bekommen. Und das Gute hier beim Nachkommentieren ist, dass ich hier nebenher sogar noch an meinem Rechner irgendwas tun kann. Hier, das liegt jetzt gerade auf dem zweiten Bildschirm, ich gucke gerade rüber. Und nein, die Kohle unten im See habe ich auch nicht übersehen. Nur die hole ich mir nicht, weil ich nicht so im Kohlemangel bin und vor allem keine Lust habe, mich dann da so runter zu graben und dann das ganze Wasser wegzumachen, nur wegen der einen Kohle da. Oder wahrscheinlich lagen noch mehr da, aber ist ja auch egal. Was gibt's sonst noch so zu sagen? Hier genau, ich hatte die Connected Textures noch aus. Was jetzt hier eigentlich relativ egal war, aber ich habe ja davor auf diesem Hunger Games Server gespielt. Das ist auch alles in dem Video, was ich hier jetzt davor hochladen werde, wo ich das allererste Mal etwas nachkommentiert habe. Natürlich ist der Zeitaufwand auch größer, weil man jeden Part dann sozusagen selbst nochmal angucken muss. Und der ist jetzt hier 11 Minuten 56 Sekunden und ja, muss ich halt 12 Minuten mehr aufwenden für das Spiel. Und für das Let's Play, aber das nehme ich gerne in Kauf, vor allem weil dann einfach die Moderation, finde ich, auch besser ist. Da gerade eben habe ich noch ein Holzstück runterfliegen sehen, das ich vorhin übersehen hatte. Und hier habe ich jetzt meine neue Taktik, wie ich die ganz großen Bäume fällt. Wenn sie nicht zu groß sind, dann gucke ich immer zuerst am Rand bei den Blättern und so, ob irgendwo Holzstücke sind und tu dann erst den Stamm wegmachen, weil mich das sowieso immer nervt, wenn ich dann irgendwie mich auf dem Stamm hochbauen muss, um dann die ganzen Holzstücke zu suchen, weil ich ja die großen Bäume eh nicht mag, aber ich glaube, die mag keiner, es sei denn, man will ein Baumhaus bauen, aber da benutzt man jetzt heutzutage ja auch schon die eher die 2x2 großen Dschungelbäume. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz ich farme, aber ich glaube, ja, dass ich jetzt aufhören, noch ein bisschen aufforsten tue, dass ich hier, wahrscheinlich werden die Bäume eh nicht nachwachsen, aber wer weiß, kann es sein, dass wenn ich dann das nächste Mal hier wieder Holz fäll, kann in der Zeit, wo ich mich hier aufhalte, ja mal irgendwas wachsen, hoffe ich zumindest. Naja, und hier links in der Ferne sehen wir auch unser schönes Häuschen stehen, wenn wir noch den Baum hier fällen.
Und was gibt's sonst noch so? Ich habe mir Diablo gekauft und spiel's auch schon. Bin jetzt Stufe 22 bei normal. Also ich habe das jetzt nicht so durchgesuchtet. Ich find's ist ein gutes Spiel. Macht am Anfang richtig Spaß. Aber ich finde, irgendwann wird es auch ein bisschen eintönig. Du rennst irgendwo rum und dann ist jedes Mal klar, die Gegend ist anders und so, aber meiner Meinung nach, ich bin da in dem Spiel, boah, hier sieht man mein Pro-Aiming, wenn ich den einfach nur voll fertig mache, er mich nur einmal trifft. In dem Spiel ist halt da ziemlich oft einfach so, dass man in den Höhlen ist, in irgendwelchen Dungeons, und da will ich dann einfach alles erkunden und dann, ja, wird es für einen selber dabei langweilig, aber trotzdem möchte ich alles erkunden, weil ich einfach das ganze Gold, die Items und auch die Erfahrung will. Was mich dann noch stört, wenn ich manchmal auch noch mit einem Kumpel zusammenspiele, der ist jetzt erst Stufe 17 oder war, dann wird mein Status von den Quests her auch automatisch auf sein Level runtergesetzt. Das heißt, ich muss die ganzen Quests nochmal machen. Dadurch dann nicht alles erkunden, aber es ist trotzdem nervig. Naja, ja, zurück zu Minecraft. Hier habe ich den Creeper jetzt auch voll fertig gemacht. Der Arme. Und die Kuh schnetzel ich auch gerade noch. Aber ich werde ja eh hier in dieser Aufnahmesession noch meinem Garten die Weizenfarm ausbauen und ja, das war mal wieder voll der Fail. Tue ich auch gleich alles wieder ganz gechillt reparieren. Während der Creeper da hinten mit seinem blöden neuen KI auf mich aufmerksam wird. Ich finde die neue KI ziemlich cool. Die Gegner finden jetzt auch einen durch Labyrinthe und sowas. Und dass die Zombies jetzt auch Türen einschlagen können sozusagen. Aber manchmal finde ich es einfach nur ein bisschen nervig, wenn man dann halt, was weiß ich, in irgendeiner Höhle ist. Dann sieht man auf der anderen Seite von so einer Schlucht eben irgendwo ein Zombie rumstehen und denkt, er ist ja weit weg. Und dann latscht er einmal quer da irgendwie durch und dann runter und dann wieder hoch. Das weiß ich. Und dann kriegt er dich trotzdem noch von. Kriegt dich trotzdem noch tot. Naja. Hier, ich habe jetzt schon, wie lange durchgelabert? 7,5 Minuten. Boah, ich merke, da ich hier einen kleinen Fehler habe. Was ist? Hier war es kurz ein schwarzes Bild, ich weiß nicht wieso. So was. Aha, die Spinne im Fenster. Da sieht man auch gleich die neue KI schön. Wenn ich jetzt hier meine Treppen gemacht habe, will ich ja auch dann aufs Dach gehen, da weiterbauen und kann ich dann auch gleich gut zeigen, so, jetzt packe ich mein Holz weg und gehe durch die Tür. Die Spinne war gerade eben da noch am Fenster. So, jetzt gehe ich dann gleich, nehme noch Erde mit, weil ich ja noch irgendwie aufs Dach kommen will. So, jetzt gehe ich durch die Tür und die Spinne ist mir gefolgt. Also die Spinne war schon da, hat mich aber trotzdem keinmal getroffen, weil ich einfach so der Pro bin. Trotzdem hat man es da auch, finde ich, ziemlich gut gesehen, wie die einfach, ja, jetzt simply intelligentary geworden sind. Ja, das war auch eine tolle Redewendung. Naja, Dachbauen finde ich allgemein ein bisschen behindert. Vor allem, boah, mein Stuhl quietscht, weil man da eben immer mit den Treppen so hinstehen muss, dass die auch im richtigen Winkel steht, was man ja eigentlich nicht anders machen kann vom Programmieren her, weil man die Treppen ja in alle Richtungen hinstellen kann. Trotzdem finde ich es nervig. Ich will aber nicht, dass es geändert wird, sonst ist es nachher noch behinderter als vorher. Und das will ja auch keiner, ne? Wir haben 18.50 Uhr. Ich überlege, wo ich noch ein bisschen Adventure Maps spiele, weil ich ja heute meine ganze Adventure Maps Parts schon hochgeladen habe, weil ich wahrscheinlich auch trotzdem tun werde. Naja. So, hier gleich weiterbauen. Mit den letzten 24 Treppen komme ich, glaube ich, noch einmal fast rum. Aber da muss ich mir neue bauen. Naja. Aber ich glaube, mit dem Garten fange ich nicht mehr in dieser Folge an. Das dann erst beim nächsten Mal. Naja, vielleicht hört man es. Ich habe trotzdem immer noch Schnupfen. Und
Ja. Was ich auch gut finde hier bei dem Nachkommentieren, man hat ja, außer dass ich manchmal auf mit einem Stuhl rumquietsche, keine komischen Klicktastengeräusche, weil ich eigentlich nur hier sitze, mir das Video anschaue und nebenher sage, was ich dazu denke. Da muss ich ja nicht irgendwie mit der Maus rumfuchteln oder noch nebenher irgendein Spiel spielen, was dann nämlich auch nur zu total miserableren Moderation und Verpeiltheit kommen würde. Und es reicht ja schon, wenn ich im Spiel selber verpeilt bin. Naja, so, hier waren die Treppen alle, muss ich gleich beide Türen aufmachen, damit auch hier alle Mobs reinkommen, weil die sonst immer so gemobbt fühlen. Ah, apropos, Mojang hatte ja schon in einigen Updates, soweit ich das mitbekommen habe, gesagt, dass die NPCs auch, ja, wenn man einschlägt, kommen sie alle hinterhergerannt aus den NPC-Dörfern und so. Bis jetzt gibt es ja nur den Eisengolem und der greift einen selber nur an. Oder doch, der greift einen auch an, wenn man so einen anderen angreift. Aber ich finde, da sollte definitiv beim nächsten Update nochmal was dran machen. Ja, hier überlege ich jetzt, wie ich das Dach genau oben zumache. Ich entscheide mich dann aber trotzdem für Half Steps schon oben drauf. Ja, mit meinen letzten drei Stück, da muss ich schon wieder runterrennen, weil ich ja auch so toll dran gedacht habe. Sogar ohne kommentieren. Naja. Der Part ist aber eh gleich vorbei. Hier noch graziös von der Decke runtergesprungen. Und 30 neue Half-Taps gemacht. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Ciao.